Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Meat Boy. Wir haben die Hölle fast abgeschlossen. Es fehlen nur die beiden Pflaster in dieser Wachzone. Und da werden wir uns jetzt gleich mal drum kümmern. Mich würde ja wirklich interessieren, ob diese ganzen Bildschirme, die man da vor den Wachzonen sieht, die Referenzen sind an die Titelbildschirme von zum Beispiel Gameboy und NES-Spielen oder vielleicht sogar noch älteren Spielen, vielleicht sind es auch Arcade-Titel. Also wenn da jemand irgendwas erkennt, das würde mich wirklich interessieren, schreibt es mir in die Kommentare. Verdammt, jetzt habe ich schon bei der ersten versagt. Jetzt habe ich schon bei der ersten Warpzone versagt, weil es ist eigentlich die einfachste. Und die gibt es nicht mal ein Pflaster. Okay, jetzt kommt's. Ich mag die Sprünge, die wir hier machen müssen, nicht. Die sind nämlich echt, wie ich finde, sehr, sehr knapp gehalten. Man muss genau drauf achten, wo genau Meatboy ist, dass man es noch daran vorbeischafft. So. Ja, ich hab das Pflaster. Nein! Na toll, jetzt hatte ich das Pflaster und hab's nicht zu Bandage Girl geschafft. Echt befeuert. Bald wollte ich das Pflaster erstmal sichern. Also die letzte Warpzone ohne Pflaster machen. Aber jetzt muss ich es natürlich erstmal schaffen, es zu sammeln. Es sieht aber schon ganz gut aus, finde ich. Das sollten wir eigentlich gut hinbekommen. So, also von vorne. Wir rasen wieder davon. Vorsichtig vor diesem bunten Zeug. Ich hoffe, dass Epileptiker keine Probleme haben. Epileptiker haben sowieso, glaube ich, Probleme, wenn sie Bildschirme anschauen. Wir müssen echt aufpassen. Das ist eine schwierige Krankheit, oder was ist das überhaupt? Ich bin mir nicht sicher, ob es eine Krankheit ist oder so eine Art Gendefekt. Auf jeden Fall kann man sich selbst und andere damit ziemlich gefährden, weil die Anfälle wohl ziemlich heftig sind. Ich hab mich vertan. Verdammt, ich muss ein bisschen weiter nach oben rutschen. Ein ganz klein wenig. Vorsichtig. So. Ah, oh, nicht schon wieder! Sieht eigentlich aus, als ob es stimmt, aber dann tue ich jedes Mal wieder an diesem Leuchtteil sterben. Also müssen wir noch ein bisschen weiter nach oben und dann erst springen. Das ist wieder Millimeterarbeit hier. Also auf ein neues. Ja toll, hier gleich versagen. Danach kommen schließlich die Webture-Warp-Zonen dran. Skyscraper und Sunshine Island. Und ich weiß noch, wie lange ich für die gebraucht habe. Ich habe die tatsächlich zusammengeschnitten. Vielleicht bin ich ja jetzt etwas besser. Aber ich bezweifle es, deswegen werde ich da wahrscheinlich wieder zusammenschneiden müssen, dass wir da eine 2 Stunden lange Klederei sehen müssen. Das ist bei Skyscraper tatsächlich passiert, dass das 2 Stunden waren. Nein, ich glaube nicht. Ich wusste es. Ich wusste es, dass es nicht klappen wird. Vorsichtig. Na toll. Jetzt kriege ich es überhaupt nicht mehr hin. Wieso kriege ich diesen Sprung nicht mehr hin? Nun, das kann vielleicht was damit zu tun haben, dass ich erschöpft bin, dass ich gerade von der Arbeit komme, dass ich wirklich viel trinken konnte und mich jetzt sofort ans Aufnehmen gesetzt habe und ich etwas länger bleiben musste. Und jetzt nicht wirklich mehr viel Zeit zum Aufnehmen habe und das schnell hinter mich bringen möchte, sozusagen. Vielleicht bin ich deswegen gerade so mies. Versuchen wir uns jetzt mal ein bisschen zu konzentrieren. Das konnte ja nicht klappen. Ich habe es im Sprung gesehen, dass es nicht klappt. So. Nein, das war zu weit. Wenigstens haben wir nicht wirklich einen Score hier. Ja, man darf sich in dieser Warpzone halt auch wirklich keine Zeit lassen. Nein. Das ist echt schwierig. Also auf ein neues. Wir haben den Bildschirm jetzt oft genug gesehen, also machen wir weiter. Mit einem Sprung und einem Tod. Also jetzt muss ich mich wirklich mal konzentrieren. Langsam. Nicht ganz so schnell, denn das da ist doch ziemlich lahm. Beim zweiten müssen wir allerdings jetzt schon ein bisschen beeilen, weil das kommt relativ fix. Das ist das Schlimmste hier, finde ich. In denen komme ich am wenigsten vorbei. Mal schon darauf achten, wo die Boy gewesen ist. So. Klappt's? Nein, jetzt habe ich das Pflaster nicht gekriegt. So kriege ich das Pflaster nicht. Und jetzt bin ich natürlich gestorben. Weil ich es irgendwie auch nicht mit so Bandage Girl geschafft habe, echt nett. So. Ganz knapp. Nein! Oh, nicht schon wieder!
Ich mache die Sprünge irgendwie viel zu weit und ausladen. Das klappt gerade überhaupt nicht so, wie ich es will. Erste Warpzone, das sind wir wie immer. Dasselbe wie immer minus den blöden befeuerten Last-Second-Tod da am Ende. Genau. Weiter geht's. Na gut, es ist eine der Warp-Zonen aus der Dark World. Das sind halt nicht die einfachsten, das gebe ich schon zu. Ach, verdammt, aber es sieht irgendwie aus, als ob es die einzige Möglichkeit ist, da ranzukommen, weil ich mache immer einen Millimeter falsch hier. Ich muss das jetzt lernen. Ich komme jetzt gerade nicht mal bis zum letzten. Ich komme nicht mal bis zum letzten Level im Moment. Ha. Gut. Jetzt versuchen wir schnell, dieses Pflaster zu sichern. Ah, verdammt. So. Verdammt nochmal. Ich muss ein bisschen da bleiben. Hier. So, jetzt. Nein, die kommt von unten. Ich muss im letzten echt geduldiger sein. Denn im ersten Mal muss man schnell sein und im letzten muss man dann geduldig sein. Wie gescheuert. Wenigstens haben wir es jetzt mal bis zum letzten Level geschafft. Wieso tue ich diesen ersten Sprung eigentlich letzter Zeit ständig verhauen? Ach, das gibt's doch nicht. Jetzt reicht's mir aber. So, nächste muss ich mal verbessern. Das ist denselben Controller wie immer. Also muss es an mir liegen. Obwohl ich meinem Controller schon oft genug die Schuld gegeben habe. Das Gefühl, der spinnt ein bisschen. Scheint mir ein bisschen zu linkslastig zu sein. Ich habe das Pflaster nicht bekommen. Gut, dann probiere ich wenigstens das Pflaster in der letzten Welt zu kriegen. So. Hier lang. Jetzt warten, bis sie nach oben kommen. So. Jetzt hier. Zack. Kommen hier nicht lang. Das war ja eigentlich recht leicht, das Pflaster in der letzten Welt. Da jetzt muss ich doch das in der zweiten Welt kriegen. Also los geht's. Das in der zweiten Welt finde ich hier wirklich jetzt am schwierigsten. Weil man muss da den Sprung richtig setzen, sonst kriegt man es einfach nicht hin, bevor dieses Ding da hinter dir her ist. Das Leuchtteil. Oh, das war knapp. Okay. Soweit, so gut. Hier lang? Nein, ich hab's wieder nicht geschafft. Also, sterben. Es war einfach zu weit hoch. Das könnten, wie gesagt, noch eine Weile hier dauern. Schauen, wenn ich hier schon sterbe, toll. Mal schauen, wie wir vorankommen. So. Das konnte ja nicht klappen. Das konnte nicht klappen. Die ganze Zeit mache ich die dummen selben Fehler. Haben die Dark, sage ich schon, die Hölle jetzt fast auf 100% News, die paar Times von der Dark World, aber die zählen nicht so 100%, deswegen werde ich die auch nicht machen. Außerdem habe ich schon die Lichtwelten offscreen gemacht für die paar Time und die Dark Worlds dann auch noch zu machen, das erscheint mir sinnlos. Ha, ich hab's. So, jetzt muss ich noch das letzte Level schaffen. Das sollte allerdings kein großes Problem sein, ich habe jetzt gelernt, wie es geht. Hier warten. Gut. Hier lang. Jetzt wieder warten. Oh. Jetzt hier lang. Hier in der Mitte kurz warten. Und zu Bandit Girl gehen. So, damit hätten wir es. Dark Hell auf 100%. Wir gehen mal kurz in irgendein Level. Gucken, wie viele Pflaster wir haben. Wir haben jetzt 88 Pflaster. Okay, ich muss kurz einen Charakter nehmen und das Level betreten und wieder rausgehen. Also noch zwei Pflaster und wir haben dann einen neuen Charakter. Wie ging das zurück? Tja, dann müssen wir es jetzt wohl tun und uns um die Webtier-Warp-Zone kümmern. Ich habe jetzt noch circa 10 Minuten für den Part. Solange werde ich mich an Sunshine Island zuerst mal versuchen. Oh, zumindest eins von ihnen habe ich bereits. Da kann ich das aus der ersten Welt. Ja. Also ich werde mich so lange an Sunshine Island probieren. Wie ging das hier nochmal? Nee, nicht so. Und mal gucken, ob wir es bis dahin schaffen. Wenn nicht, werde ich das in einem neuen Part machen und gucken, ob ich das zusammenschneiden muss, wenn das so schon anfängt. Weil ich einfach zu lange dafür brauche. Ich weiß noch,
wie schwer diese Rapture-Wartungen sind. Oh, wie ging das nochmal? Ich versuche mich gerade zu erinnern, aber es gelingt mir gerade nicht so. 69% haben wir da abgeschlossen. Und auch noch einiges in der Dark World fehlt, aber ich würde gerne die Lichtpflaster als erstes machen. Wir müssen hier eindeutig etwas Anlauf. Mach mal anders, oder? Haben wir so gemacht, indem wir über das drüber fliegen. Oh, wie ging das? Ich erinnere mich gerade nicht an den richtigen Sprung. Wieso klappt's nicht? Gucken, ob ich es zurückschaffe. Was zum? Ich will nicht den unteren Weg gehen. Ich will den oberen Weg gehen. Ja, das ist so viel einfacher. Ich muss mich jetzt nicht wieder an den Sprung erinnern. Ah ja, so ging's doch. Gut. Weit so gut. Also hier lang. Ach, toll. Ja, das war die Schwierigkeit. Ach, jetzt bleib doch mal und spring gut, Boy. Ja, das könnte eine Weile dauern. Weil ich dann ja auch noch durch die Welt 2 und 3 kommen muss. Die waren ja auch nicht gerade die leichtesten. Und ich glaube, die Welt 2 fand ich noch relativ leicht im Gegensatz zur Welt 1 hier. Oh, wie habe ich das Ding gemacht? So. Ich muss ein bisschen weiter unten abspringen. Oh, ganz da unten kommen wir ja nicht. Ach, jetzt weiß ich, was das Problem ist. Das Dunkle da ist überhaupt nicht zum Festhalten. Aha. Die ganze Zeit gedacht, dass ich mich da festhalten kann, aber nee, ich kann nicht keinen Wandsprung machen. So, hier hoch. Ja, da haben wir die schöne Sonne. Und diese Segen, die so verdammt dort angebracht sind. Ich muss hier wieder üben, ich weiß echt nicht mehr genau, wie es ging. Und die Sprünge muss ich wieder hinbekommen. Nein, verdammt, ich habe viel zu früh gelenkt. Toll, Sneak Boy, das war super. Danke, dass du einfach hier runtergerutscht bist. Wenn ihr irgendwelche Geräusche im Hintergrund hört, das ist bloß meine Spülmaschine. Ich bin ja in eine neue Wohnung gezogen und naja, jetzt ist die Spülmaschine ein bisschen näher an meinem PC. Pff, das ist ein Tisch. Wow, ich hab's geschafft. So, ich glaube, hier durfte ich mir nicht allzu viel Zeit lassen. So. Ich glaube, es ging nicht ums Zeitlassen, es ging um den Schlüssel. Genau, ich durfte mir da nicht so viel Zeit lassen beim Zurückgehen. Verdammt! Wie kam er da hoch? So. Genau so. Nein! Oh, ich dachte eben, der trifft mich. Ich dachte eben nicht, der trifft mich. So. Und zack. Nee, das klappt so nicht. Wie hat man das hier nochmal gemacht? Hier hoch. Hier Wandsprung. Genau, ich glaube, ich habe mich dann einfach hier runter fallen lassen. Oh verdammt, jetzt bin ich daran gestorben. Das muss ich doch anders machen. Okay, jetzt müssen wir erstmal durch die erste Welt. Oh? Ne, etwas weiter unten. Und ich war eigentlich ziemlich weit unten. Oh toll! Na toll, jetzt hat mich natürlich die Säge erwischt. Nicht so sehr auf den Sprungknopf drücken, ist glaube ich jedes Rätsels Lösung. Nein, toll. Oh, das könnte länger dauern. Das könnte wirklich länger dauern. Wie gesagt, ich werde bis zum Ende des Parts jetzt noch versuchen, dieses Warpzone zu schaffen. Und wenn das nicht klappt, werde ich das alles in einen neuen Part verschieben. Und eventuell zusammenschneiden, je nachdem, wie lange ich dafür benötige. So, und zack. Diese Pflaster hier in Dark Rapture Warp... Dark Rapture, sage ich schon. In Rapture Warpzone, die sind vielleicht noch ein Dorn im Auge. Weil die so schwer waren. Und ich will die schaffen, aber ich will mich auch nicht total hetzen, deswegen. Ich will das alles langsam und ordentlich machen. Vielleicht ein bisschen weniger Tode, weil das ist gerade wirklich... Das ist eine sehr schlechte Leistung, die ich da gerade abliefere.
So, hier sollte ich schon mal gar nicht sterben. An dieser Stelle sollte ich eigentlich auch nicht so viele Tode verbuchen. So, genau so soll das aussehen. Perfekt. Keine dummen Fehler gemacht. Überhaupt nichts. Okay, wir gehen hier lang. So. Und wir machen es wie vorhin. Wir machen hier in der Mitte. Gehen wir sonst auf. Hier ist hier auf. Shit. Naja, das ist nicht gut. Ich kann nicht dort aufmachen. Ich mach's dann doch besser so, dass ich in der Mitte hochspringe, oder? Wenn ich mich schon da aufgemacht habe. Ich habe ein bisschen viel aufgemacht. So. Hier runter. Aber jetzt habe ich immer noch das Problem, dass ich gerade nicht weiß, wie ich hier springen kann. Wie funktioniert das? Das muss ich jetzt echt erstmal üben. Von hier kann ich dahin. Echt, ne? Wie ging das? Oh Gott, ich hab's total vergessen. Oh ne, ich wollte hier nicht runterspringen. Gab's so einen bestimmten Sprung, den man machen musste, um dann zu Bandage Girl zu kommen. Aber wie der ging, das habe ich total verdrängt. Wenigstens scheine ich die erste Warpzone jetzt wieder drauf zu haben. Shit, das war ein bisschen zu viel. Schön in die Säge gestorben. Fuck. Immer schön auf die Blutspufen mit Beuerchen. Das ist ja echt wichtig in den Warpzonen. Natürlich klappt das auch nur, wenn man nicht so viele dumme Fehler gemacht hat. So, hier raus. Jetzt muss ich wieder in der Welt 2 jetzt beobachten, wie dieser letzte Sprung ging. Eigentlich nur hier lang. Von hier aus könnte ich den Sprung bis dahin schaffen, wer weiß. Eigentlich habe ich den Sprung nur bis dahin. Okay. Zack. Okay. Geschafft, geschafft. So ging das. Gut, jetzt muss ich hier nochmal schauen. Das hat man hier gemacht, indem man den hier aufgemacht hat. Und dann das gemacht hat. Und schon habe ich es verkackt. Wenn ich jetzt nämlich nicht mehr hochkomme. Moment, ich glaube, das müsste ich dann so machen. Jetzt muss ich wenigstens schon mal gucken, wie das hier ging. Ja, so ging das dann weiter. Da holt man sich dann das Pflaster. Aber jetzt muss ich mich sterben lassen, weil ich habe verkackt. So. Hier. Nicht zu bestacheln. Hier aufmachen. Schlüssel holen. Pflaster. Jetzt hätte ich fast wieder verkackt. Hey. Hier rein. Jetzt diese Stacheln. Oh, ich hab's geschafft. Oh, ich hab's in dem Part noch geschafft. Na dann, vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt noch in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Tschüss und bis zum nächsten Mal.